Orbeck, ein aufstrebender, junger Magier aus Winheim und zudem ein Verstoßener. Alles begann, als Orbeck, ein junger, ehrgeiziger Magier aus ärmlichen Familienverhältnissen, ein Gespür für die Magie entwickelte. Mehr als alles in der Welt wollte er die Magie in Winheim studieren. Dies wurde ihm gewährt, jedoch waren die Kosten, um an dieser Akademie zu studieren, immens hoch, weshalb Orbeck einige Nebenbeschäftigungen annehmen musste, um sein Studium zu finanzieren. Schon bald kristallisierte eine Beschäftigung sich aus all seinen Aufgaben heraus, mit der er am meisten Geld verdienen konnte. Jene Beschäftigung war ein Auftragskiller, ein Attentäter im Namen der Hohen Schule von Winheim. Eine ganze Weile studierte tagsüber Orbeck die Studien von Winheim und ging nachts seiner Teilzeitbeschäftigung als Auftragskiller nach. Dies brachte ihm genug Geld, um sein Studium vollends zu finanzieren, und zudem brachte es ihm Praxiswissen bei, das er vielleicht aus den Büchern hätte niemals lernen können. Jedoch sollte dieses auch bald ein Ende finden, denn während seiner Auftragsmorde verfluchte sich Orbeck selbst, unwissend, mit dem Untotenfluch. Es dauerte nicht lange, da wurde der Magistrat auf diesen Umstand aufmerksam und Orbeck wurde aus der Schule von Winheim als Untotenfluch gezeichneter verbannt. Und mit nur einem einzigen Schlag wurde das Schicksal von Orbeck vollkommen auf den Kopf gestellt. Alles das, was er sich erhoffte, für das er so viel Zeit investierte, alles dahingerafft, hinfortgewischt. Ein Verbannter. Er durfte nie wieder die Studien von Winheim studieren. Er wurde aus der Schule gejagt, wegen seiner Verfluchung. All die Zeit, die Orbeck in das Studium investierte, all die Zeit, die er in die Morde, die Auftragskiller investierte, alles vergeudete und verlorene Zeit, all das Geld, das er verdiente, belanglos. Er würde seinen Traum vermutlich niemals verwirklichen können. Weshalb er beschloss, als Untotengezeichneter in das alte Land Lordran zu reisen, um dort vielleicht uralte Magie zu finden und auf eigene Faust sich Magie anzueignen. Eine Weile durchstreifte Orbeck die Sumpflandschaften, von denen man sich erzählte, dass dort einst uralte Magie ihr Zuhause fand. Jedoch konnte Orbeck auf seiner Reise kaum Spuren von Magie finden. Er wurde verbittert. Und sein Glaube, eines Tages ein wahrer, mächtiger Magier zu werden, schwand immer mehr. Doch das Schicksal meinte es auch gut mit Orbeck, denn eines Tages traf er auf einen Unentfachten, der die Lande von Lordran durchstreifte. Jener Unentfachte brachte ihm Schriftrollen, Schriftrollen, die Magien enthielten, die dieser Unentfachte auf seiner Reise fand. Er überließ diese Schriftrollen Orbeck, im Gegenzug brachte Orbeck, so gut er konnte, die Magien, wenn es dieser Unentfachte denn wünschte, diesem auch bei. Die beiden schmiedeten einen Pakt. Orbeck würde ihm, solange er konnte und so gut er konnte, die Magien, die er aus den Schriftrollen entziffern konnte, dem Reisenden, den Unentfachten, beibringen. Der Unentfachte dafür musste Orbeck immer und immer wieder neue Schriftrollen bringen, einen Nachschub, wenn man denn so wollte, an Magie, die sich Orbeck selbst und den Reisenden beibringen würde. Während dieser Kooperation mit dem Reisenden, der Orbeck mit Schriftrollen versorgte, lernte Orbeck Magien, die er niemals im Leben hätte in Winheim erlernen können. Gefährliche Magien, Magien, die dort verboten gewesen wären. All das erlernte er dank der Hilfe des Reisenden. Doch Orbeck dürstete es schon sehr bald nach mehr. Nach mehr Wissen, nach mehr Macht, nach mehr Geheimnissen. Und Orbeck wusste ganz genau, wo er diese Geheimnisse finden würde. Nämlich im großen Archiv von Lothric. Was ursprünglich als eine Zweckgemeinschaft begann, der Handel des Wissens zwischen Orbeck und den Reisenden entwickelte sich zu einer Art Freundschaft. Orbeck öffnete sich gar diesem Reisenden ein Stück und erzählte ihm Geschichten aus der Akademie von Winheim. Unter anderem, dass diese Magie und dieses Wissen, die sich diese beiden angeeignet hatten, vermutlich
sie zu Magistraten hätte werden lassen können. Doch wäre es vermutlich niemals so weit gekommen, denn die Magistrate waren vorsichtig. Und Orbeck wusste schließlich besser als jeder andere, was mit potenziellen Gefahren der Obrigkeiten der Schule von Winheim gemacht wurde. Er war schließlich auch einst ein Attentäter in ihren Dienst. Und was sie nicht verbannen konnten, wurde auf kurz oder lang schlichtweg einfach ausradiert. Mit der Hilfe des Unentfachten jedoch gelang es Orbeck, in die Archive von Lothric vorzudringen. In jenen Archiven fand Orbeck uralte Magie. Magie aus Legenden, von dem man sich erzählte, dass sie einst von einem bleichen Drachen ersonnen wurde. Magie kombiniert mit Kristallen. Magie, die schon viele in den Wahnsinn getrieben hatten. Bis zum heutigen Tage. Jedoch glaubte Orbeck, dass er dieser Magie gewachsen sei. Orbeck studierte und studierte. Er erkannte, welche Opfer manche Zauber brauchten, wie viel Zeit es bedarf, um Magie aus jenen Schriften zu erlernen. Er erkannte, dass ein Menschenleben niemals ausreichen würde, um die hohen Künste, die dort in diesem Archiv verborgen lagen, ausreichen würde, um diese zu erlernen. Orbeck jedoch wurde verbitterter. Mit jedem Text und jeder Schrift, die er sich einverleibte, wurde seine Zuversicht, die Magien meistern zu können, immer weniger. Er erkannte, dass ein Menschenleben niemals ausreichen würde, um all das Wissen, das dort in diesen Archiven ihr Zuhause nannte, niemals sein eigen sein würde. Er konnte sich viele Magie dort aneignen, jedoch übertraf es einfach all das, was er sich jemals hätte vorstellen können. Sein Verstand wurde immer mehr zerrüttet. Sein Verstand begann allmählich an seinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Er sah, welche Opfer die Magie brachte, welche Opfer sie verlangte. Und Orbeck wurde schon sehr bald auch ein Opfer dieser Magie. Ihn ereilte der Wahnsinn, wie schon viele Meister vor ihm. Er erkannte in den letzten Sekunden, ehe sein Verstand zerfiel, warum dies verbotene Magie war. Sie konnte niemals vom Geist eines Menschen erfasst werden, konnte sie schon einst niemals von dem Geist eines Drachen erfasst werden, der ebenfalls einst vor vielen hunderten Jahren dem Wahnsinn verfiel. Ein Wesen, das eigentlich unsterblich war, wenn gar die Unsterblichkeit selbst nicht ausreicht, um Verständnis für diese Form der Magie zu haben. Eine lange Zeit später, als der Unentfachte abermals die Archive aufsuchte, um sich nach Orbeck zu erkundigen, fand er nur eine Leiche seines einstigen Freundes in einem Stuhl niedergesackt vor. Was mit ihm geschehen war, war ein Mysterium. Wurde er von einem Meuchelmörder von Winheim aufgesucht und niedergestreckt, ehe er seinen Wahnsinn in die Welt verbreiten konnte? Oder war es schlichtweg der Wahnsinn selbst, der ihn dort tötete? Dies jedoch war die traurige Geschichte eines aufstrebenden Magiers, der an seinen eigenen Ambitionen letzten Endes und durch seinen Ehrgeiz zerbrochen war. Manchmal ist es vielleicht das Beste, sich einfachere Ziele zu stecken, nicht so weit sich aus dem Fenster zu lehnen und sich mit einem Ziel zu begnügen und nicht die Unendlichkeit anzustreben. Und nun sind wir bei der Endcard angelangt. Hier könnt ihr ganz gemütlich entweder einfach das nächste Video bzw. die nächste Playlist starten. Ihr könnt mich abonnieren, dort so einfach auf mein kleines, schickes Avatar-Bildchen klicken. Oder wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch auf meinen Patreon-Kanal gehen und da mein persönlicher Patron werden. Natürlich gibt es da auch bestimmte Rewards, die ihr da erreichen könnt, oder ihr könnt auch einfach nur, sagen wir, eine kleine Seele in den Hut werfen und mir eine Freude machen. Und nun, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst nicht, ein Like dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.